Jo, Freunde der gepflegten Racing-Unterhaltung, seid ihr grüßt heute hier ein gediegenes Ründchen auf Barcelona Circuit de Catalunya. Let's go, Gruppe 3 Honda NSX. Oh lala. Bisschen giftig hier in NSX, aber ein Kurvenmonster. Gefahren wird einmal Medium, einmal Soft. Bin 0 eingefahren, wie man schon jetzt vielleicht an der ersten Kurve gesehen hat. Ich muss ja Bremspunkte alles so schnell kennenlernen. Und ja, bremsen mal lieber ein bisschen vorsichtig. Ich wünsche euch allen. Oh ja, wohl. Beetle biegt hier erstmal ab. Ins Kiesbett. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche. Und ich habe mir jetzt einen zweiten Account gemacht, mit dem ich dann hier diese Rennen von hinten starte. Es gab jetzt ab und zu mal Kommentare, warum ich denn nur B-Fahrer bin. Ist halt fast kaum möglich in irgendwelchen A-Lobbys. Also es ist schon möglich, aber da muss er wahrscheinlich schon Josette an einem guten Tag sein, damit man in A-Lobbys von hinten startet und dann. So easy erster wird. Also die Last to First Challenge ist also in B-Lobbys dann schon eher machbar. Habe ich mich wie in Call of Duty. Heißt das Reverse Boost. Hier gibt es ja auch so ein bisschen wie Skill-Based Matchmaking. Habe ich mich hier auch einfach ein bisschen vom Rating und so zurückfallen lassen, damit ich leichtere Lobbys bekomme. Deswegen nur B-Fahrer. Aber das wird sich dann ändern. Boah, was macht der denn hier? So, hier. Kurz Schluck trinken. Der Lead 80 kriegt auf jeden Fall schon mal eine Strafe. Lassen die mal hier den Platz. Na, hat er gut gemacht. Vielleicht fährt er sogar auf Soft, so wie er die Kurve nehmen konnte. Iggy gibt Gas. So, den haben wir. Der nächste ist der Schweizer. Der ein bisschen den Acker umflügt. Da staubt es ein bisschen. Ist er am Kämpfen. Aber die LSX kommt man hier immer gut raus. Ist leider nicht der schnellste auf der Geraden, aber gegen Hyundai oder Lexus, was das ist. Ja, den Lexus. Reicht es allemal. Ja. Nur keine gute Linie, egal. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange man hier den weichen Reifen fahren kann, aber ich werde erstmal, glaube ich, die mittleren 6 Runden fahren und die weiche 4 Runden, weil ich habe das so in Erinnerung, dass die Strecke ziemlich reifenbordend ist.
vorbei an dem Porsche, der sich gleich direkt nochmal eine Strafe einfängt. Oh, ein schönes Paket hier vorne. Weil wir die alle schön undercutten könnte jetzt. Aber das wird wahrscheinlich vom Reifen her nicht reichen. Schatten. Wohl. Tschüssikowski. Er steckt zurück. Ehrenmann. Ziemlich viele Engländer hier oder Großbritannier in der Lobby. Oh, hier, er greift an, fährt Kampflinie, kann die Linie leider nicht halten. Nutzen wir doch gleich mal direkt aus dem Fehler. Die NSX ist so ein Kurvenmonster. Und das Steuern kennt er nicht. Ich liebe es. Untersteuern ist ein Fremdwort für den NSX. Auf so einer Strecke natürlich hier ein Segen. Und nächstes ist der Portugiese. Der wahrscheinlich immer noch eine 4-2 Niederlage zu knabbern hat. Steckt gleich respektvoll zurück, denkt sich, oh, ein Deutscher. Ah. Oh, hier vorne schon P2. Oh, der erste hat einfach schon über 15 Sekunden Vorsprung. Ich hoffe, der fährt auf weich.
Aber von hinten droht schon mal keine Gefahr. Oh, er macht den Weg frei. Ja, das war ich gefahren, der Erste. So, zack, weich, nicht tanken, Attacke. So, mal gucken, was mit den weichen Reifen noch geht hier. Wobei 15 Sekunden, ach, sehr unrealistisch, die noch zuzufahren. Er hat ja schon so eine starke Pace da vorne gezeigt. Ja, vielleicht macht er ja Fehler. So, ein bisschen drauf hoppen. Oh, weiter geht's. Wir kommen raus. Im Verkehr natürlich, das ist ein bisschen blöd. Wie schön, dass wir hier über die Boxenlinie fahren können. Auch hier sehr interessante Linie von dem Kollegen. Thank you.
Ja gut, beim nächsten Mal weiß ich, man sollte die weichen Reifen vielleicht doch noch ein bisschen mehr auslutschen. Aber der mittlere, der hat sich noch gut angefühlt, er war halt einfach nicht schnell. Aber so wie es ausschaut, kriegen die ja schon Probleme. Vielleicht wird es doch was mit P3. Junge! So ein Lappen, Alter, ey, ohne Witz. Ja, egal, ich wollte mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Macht's gut, haut rein. Ciao.